Ja, dann geht's los. Erstmal möchte ich alle herzlich willkommen heißen zu meinem Vortrag der Tracking im Gesundheitswesen. Mein Name ist Tim Dörfer, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Koblenz. Forsche auf dem Gebiet des Web-Trackings, was ich so ein bisschen als eine Schnittstelle, also eine Schnittmenge zwischen Security und Privacy sehe. Und ich relativ interessant finde, vor allem finde ich es auch extrem untervertreten im Bereich der Security. Deswegen versuche ich es immer ganz gerne da reinzubringen. Bevor ich allerdings starte, sozusagen mein erster Akt hier als behandelter Arzt, dessen ich auch mal mehr so wie Doktor aus ohne Anzug. Das ist doch ein bisschen sehr warm. Und starte direkt mit der ersten Folie zu dieser Theorie. Die Frage, was überhaupt Web-Tracking ist, also wie man es definiert. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Web-Tracking zu definieren. Ich habe einfach mal eine herausgesucht, das vom Web-Tracking-Report Schneider 2015. Wie definiert Web-Tracking als eine Verfolgung von Personen im Internet, wenn sie sozusagen über Internetseiten surfen und dabei Verbraucherdaten generieren und an diesen Verbraucherdaten haben dann die Unternehmen ein Interesse. Ja, also warum haben die daran Interesse, könnte man sich fragen. Das habe ich dann auch eine Folie für mitgebracht. Einfach nur ein paar Zahlen, das sind dann auch hoffentlich die letzten Euro-Beträge, die wir heute in diesem Vortrag sehen. Aber nur mal um so eine Einordnung zu bekommen, dass wir in Deutschland eben rund 6,5 Milliarden im Jahr für Online-Werbung generiert. Google alleine rund, also über 51 Milliarden und weltweit 132 Milliarden. Das sind so einfach mal Hausnummern, die man mitnehmen kann, um zu sehen, was Online-Werbung überhaupt einbringen. Und ja, auch an der Stelle der Beweis fehlt, aber dass personenbezogene Werbung an der Stelle einfach besser, mehr generiert ist, denke ich, klar und offensichtlich. Jetzt könnte man viel fragen, oder könnte sich jeder hier fragen, warum interessiert mich das überhaupt, wo ich hier sitze. Ich interessiere mich eigentlich mehr für Security, für irgendwelche Schwachstellen etc. Ist möglicherweise berechtigt. Die Frage hat sich sozusagen auch jemand gestellt, hat 2015 ein Konferenzpapier dazu rausgebracht. Engelhardt und weitere, die haben herausgefunden, dass man durch Werbung im Internet rund 62 bis 73% einer typischen Browser-Historie wiederherstellen kann. Also diese Range kommt, je nachdem daher, wo jemand herkommt. Als Beispiel, wenn jemand in Irland sitzt und herumsurft, dann sind sie halt in der Lage, rund 71% der Historie wiederherzustellen. So. Zwei Drittel der Browsing-Historie wiederherstellen, also ohne irgendwelche forensischen Mittel oder am Gerät zu sein, sondern einfach nur aus der Ferne ein bisschen mitschnüffeln und schon hat man zwei Drittel der Historie. Und das ist schon ganz schön viel. Ich möchte jetzt nicht so in diesen Diskussionen oder einen Vergleich beginnen mit Vorratsdatenspeicherung oder Mindestspeicherfristen. Das will ich jetzt nicht starten, aber es ist natürlich die Frage, warum ist an der einen Stelle das eine kritisch, wenn Telekommunikationsunternehmen irgendwelche Verbindungsdaten speichern. Auf der anderen Seite ist es aber unkritisch, wenn zwei Drittel der Daten von irgendwelchen kommerziellen Unternehmen gespeichert werden, dessen Zugriff nicht reglementiert ist, die damit machen können, was sie wollen und vor allem deren Aussagegehalt wirklich tiefer ist. Es sind nicht nur Verbindungsdaten, sondern tiefgehende Anwendungsdaten, die dort prinzipiell mitgeschnitten werden können. Und die Besonderheit bei dieser Analyse ist, dass sie mussten dafür noch nicht mal das Land verlassen. Sie konnten einfach nur in den USA sitzen und dort mitschnüffeln und haben dann zwei Drittel ansammeln können. Entsprechend mehr ist es, wenn man dann vor Ort auch noch mithört. Das sind jetzt sozusagen erstmal die ersten Gründe, warum einen das interessieren könnte. Bevor ich allerdings weitergehe, möchte ich ein paar Grundlagen und Funktionsweisen klarstellen, damit wir uns alle inhaltlich sozusagen auf einem Level bewegen. Ein normaler Internetbenutzer, der im Internet herumsurft, geht über mehrere Webseiten hinweg und jetzt sind ein Haufen Unternehmen, die da ein Interesse daran haben, was der im Internet sich so alles anschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das? Und die Frage ist gar nicht so jedem so klar, hier möglicherweise schon, aber ich habe mich auch schon mit Leuten unterhalten, die haben gesagt, Webtracker ist irgendwas wie eine Schadsoftware, die ist irgendwie überall und nirgendwo und konnten das gar nicht so richtig greifen.
Daher ist mal der erste Schritt, sich klarzumachen, Webtracking wird verursacht durch die Webseite, die man ansurft. Hier in dem Beispiel, ist ein reales Beispiel, hat Spiegel Online einen Tracker namens Edition in seine Webseite inkludiert. Und das über eine relativ kryptische Vorgehensweise. Hier ist sozusagen der Quelltext dazu. Wenn man sich das so anschaut, dann fragt man sich, warum ist das so? Gerade insbesondere diese eine String-Konkatenation ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, eigentlich unnötig, braucht man gar nicht unbedingt. Es gibt Theorien, woran das liegt. Es ist aber nicht Standard, die haben das selber so gemacht. Jedenfalls so ist es, und wenn jetzt der Browser sozusagen das auswertet, dann generiert er eine Verbindung zum Tracker, das werden wir gleich sehen. Und zwar wann? Naja, er geht erst auf die Spiegel-Online-Webseite, kriegt diesen Code-Snippet, den ich gezeigt habe, ausgeliefert, wird interpretiert und das bewirkt, dass jetzt der Browser des Benutzers auf die Webseite des Trackers geht und naja, dort irgendwas macht. Die Frage ist, was er dort macht, was dort passiert. Er ist sozusagen jetzt in der nächsten Folie. Da möchte man sich genau jetzt diese Verbindung mal genauer ansehen. Und zwar, das besteht sozusagen aus zwei. Das eine ist einfach nur die Abfrage. Da liefert er schon einige Informationen über sich mit. Das andere ist die Antwort. Die besteht aus zwei Teilen. Eben der Payload, das ist ein JavaScript, was relativ obfuskiert ist. Das heißt, man kann es jetzt nicht einfach lesen, was in diesem JavaScript passiert. Müsste man halt tiefere Analysen anstellen. Auf der anderen Seite kriegt er aber auch ein Cookie. In diesem Cookie, beziehungsweise er kriegt eine Antwort. Dort wird der Browser forciert, ein Cookie zu setzen. Das Cookie ist einfach nur irgendeine ID, die sich der Tracker ausgedacht hat. Und die wird dann gleich nochmal wiederverwendet. Das sind sozusagen die zwei Teile. Wenn der Benutzer jetzt weitergeht, zum Beispiel auf welt.de, ist auch ein reales Beispiel, dort ist der gleiche Tracker inkludiert. Und dorthin verbindet, bekommt er auch etwas ausgeliefert, was bewirkt, dass er auch wieder sich zu edition.com verbindet. Und jetzt liefert er auch das Cookie vom letzten Mal gleich mit bei seinem Request. Und so kann der Tracker Edition relativ klar diese Verlaufshistorie aufstellen. Erst war der Benutzer auf Spiegel Online, dann war er auf welt.de und entsprechend alle weiteren. Die Güte dieses Trackers ist also im Prinzip davon abhängig, auf wie vielen Webseiten er inkludiert ist. Das ist relativ klar. Und wir werden halt später Beispiele sehen, von Trackern, die auf sehr, sehr vielen Webseiten eingebettet sind. Dieses Cookie hier in diesem siebten Verbindungsschritt, das ist eine Möglichkeit, jemanden irgendwas anzuheften, damit man ihn später wiedererkennt. Aber sozusagen 10 Jahre, 15 Jahre Tracking-Forschung haben gezeigt, es gibt halt eben noch viel mehr Möglichkeiten. Und die kann man unterteilen zwischen Möglichkeiten, wo etwas gespeichert wird und Möglichkeiten, die ohne Speicherung auskommen. Und insbesondere bei diesen Speichervarianten ist es sehr vielfältig, denn im Laufe der Zeit hat sich einiges getan. Eine Weile gab es Flash zum Beispiel oder Silverlight. Das ist natürlich jetzt eher wieder am Fallen, das will ich nicht abstreiten. Aber die lieferten genauso Möglichkeiten, Sachen zu speichern und später wieder auszulesen. Es ist sogar so, dass über Flash es möglich war, das Ganze cross-browser-mäßig zu machen. Das heißt, man hat einen Cookie gesetzt im Firefox und konnte ihn dann im Internet Explorer auslesen, als Beispiel. Und das zeigt halt, wie robust teilweise diese Tracking-Verfahren mit der Zeit geworden sind. HTML5 liefert auch Möglichkeiten der Speicherung. Es gibt daneben auch noch Verfahren, die sozusagen subtiler sind, E-Tags oder Mass-Modified-Felder. Ist es sozusagen diesem Tracker möglich, die Sachen besser zu verstecken, dass man gar nicht so genau sieht, dass da sowas wie ein Cookie gesetzt wurde. Und das sind alles Verfahren, die darauf abzielen, dass irgendwas auf dem System gespeichert wird. Es ist allerdings so, dass es auch ohne das geht, und das sind so ohne Speicherungsverfahren, sondern Fingerprinting-Verfahren. Die versuchen, den Browser wiederzuerkennen, nur an seiner typischen Verhaltensweise beziehungsweise an einer typischen Signatur. Ich habe jetzt hier nur so ein paar Beispiele aufgezeigt, denn es gibt eine schöne Webseite, die das noch schöner macht, die heißt panopticlick.df.org. Und dort ist zu sehen, da kann man seinen eigenen Browser testen und sieht dann, naja, zum Beispiel verschiedene Browser-Plugins, die man installiert hat, verschiedene Schriftarten. Und das ergibt in Kombination eine relativ eindeutige Signatur. Und daran ist es halt möglich, jemanden so wiederzuerkennen, ohne dass er jetzt explizit was gespeichert hat. So habe ich diesen Test, wie unten zu sehen, selber mal ausgeführt. Und da steht, dass mein Browser eben unique ist unter 130.000. Also das heißt, unter 130.000 ist mein Browser eindeutig wiederzuerkennen, wenn ich jetzt nochmal die Webseite betrete. Das liegt halt auch daran, dass irgendwelche Programme, die im Zeitraum so eines Betriebssystemslebens irgendwie installiert werden, dass die sich Schriftarten installieren, die möglicherweise besonders sind. Das kombiniert mit verschiedenen Plugins gibt sozusagen eine eindeutige Signatur.
Das ist jetzt auch sozusagen der Grund, warum, wenn wir uns diesen Verbindungsschritt hier von eben nochmal anschauen, warum dieses Cookie hier im siebten Verbindungsschritt eigentlich gar nicht so wichtig ist. Denn es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, abseits eines HTTP-Cookies jemanden wiederzuerkennen. Und deswegen kann man davon abstrahieren und sagen, das Cookie ist mir egal, ich gehe davon aus, dem ist es irgendwie möglich, mich wiederzuerkennen. Und deswegen ist es auch so, dass in allen Publikationen man davon abgeht, diese Tracking-Verfahren zu suchen und stattdessen das ein bisschen abstrahiert und sagt, an der Stelle, wo ich eine dritte Partei irgendwie mit ins Boot hole, wenn ich jetzt auf die Welt.de-Webseite gehe, die holt irgendwie Edition ins Boot, dass die an der Stelle in der Lage ist, mich zu tracken. Und weil die sozusagen schuld daran ist, kann man das Ganze halt eben auch einfach so aufzeichnen. Das heißt, ich habe in der Mitte meine First Party, also meine Erstpartei, und drumherum die Third Parties, die Drittparteien. Und die sind sozusagen als Dreiecke markiert. Das ist eine Notation, die zum Beispiel ein Plugin verwendet, das Lightbeam heißt. Das kann man sich einfach im Browser installieren. Und dann kann man ein bisschen herumsurfen und dann wird genau das sozusagen gezeigt, was man hier sieht. Man sieht die drei Erstparteien, die ich hier angesurft habe, diese drei News-Webseiten. Und drumherum viele Drittparteien, die ebenfalls angefunkt wurden und wo ebenfalls Informationen übertragen wurden. Jetzt kann man sagen, ein oder zwei oder drei dieser Drittparteien, das ist eher unkritisch und das wäre ja auch möglicherweise auch richtig. So könnte man so sagen, ja gut, ich habe noch irgend so ein Content Delivery Network oder ich habe einfach alle meine Bilder auf einen eigenen Host ausgelagert oder ähnliches. Das kann man einfach auch funktionell erklären, wenn es so wenige zusätzliche Drittparteien gibt. Allerdings 117 bei drei Webseiten ist halt eigentlich nicht mehr zu argumentieren. Insbesondere dann nicht, wenn man sich dann diese Dritten anschaut. Das sind dann unter anderem gewesen DoubleClick, Google Analytics und Edition.com. Das waren also die drei, also das waren mindestens drei, insgesamt waren es sieben, die auf allen drei Webseiten vertreten waren und gegebenenfalls eben auch noch mehr. Jetzt haben wir gesehen, wie sich das sozusagen in einem kleinen Bereich verhält. Jetzt ist die große Frage, wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Das ist sozusagen jetzt ein kleiner Fingerzeig auf eine Analyse, die ich mal getätigt habe. In vielen Publikationen hat man gelesen, naja, dieses Tracking-Netzwerk ist im Laufe der Jahre gewachsen, entstanden, ist immer mehr. Aber es sind so Phrasen, die man halt gerne liest oder häufig liest, aber die eigentlich nichts aussagen und selten belegt sind. Und das war halt die große Frage, kann ich jetzt eigentlich noch herausfinden, wie dieses Tracking-Netzwerk im Laufe der Jahre entstanden ist? Und dafür habe ich einfach mal ein bisschen nachgedacht und kam dann auf die Idee, naja, man könnte doch in Archivwebseiten, also in archivierten Webseiten nach Drittparteien, also nach Tracking suchen. Es gibt so eine Website im Internet, die heißt archive.org, die sammelt sozusagen über Jahre hinweg Versionsstände von Webseiten. Und daher habe ich mir gedacht, naja, ich gucke mir einfach mal diese Webseiten an und schaue, wie da die Drittparteieinbindungen waren für das Jahr 2000, 2001, 2000 und so weiter bis 2015 und bekomme dann pro Webseite ein Bild, wie es pro Webseite entstanden ist und ich bekomme ein Bild, wie es bei allen Webseiten sich entwickelt hat, die ich beobachte. Und sozusagen einfach nur mal, um diesen Überblick quasi als zum Abschließen dieser Grundlagen einen Überblick zu geben, wie das Webtracking sich entwickelt hat, sieht man jetzt einfach Bilder. Das ist im Prinzip das wie eben, nur ohne die Dreiecke und Kreise, weil die würden das Bild einfach überfordern, also man würde da nichts mehr sehen. Ich habe also einfach nur die Verbindungslinien zwischen den einzelnen Erst- und Drittparteien gezogen. Und wenn man hier noch sieht, 2005, da ist es relativ gleichmäßig. Da gibt es halt Drittparteieinbettungen, aber sie verteilen sich recht gleichmäßig über das ganze Netz. Während man dann, wenn man in die Jahre weitergeht, 2009, sieht man schon, dass es sich die ersten, na, so diese, ich nenne es mal Hotspots gibt, wo sich relativ viel sammelt. Und wenn man dann noch weitergeht in den Jahren, sieht man, dass es noch ein paar dazukommen. Es allerdings alles mehr wird, deswegen wird es dunkler und sich an einigen Stellen sammelt. Das eine zum Beispiel, was am deutlichsten zu sehen ist, da sammelt sich am Ende 50% der Erstparteien. Also dort sind die Hälfte der beobachteten Webseiten, bauen eine Verbindung zu diesem auf und den lernen wir natürlich dann gleich auch noch kennen. Das ist sozusagen das Bild, wie ist das ganze Netz oder wie ist es entstanden im Web. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, naja, die Top 30.000 Webseiten zum Beispiel, das sind prominente Webseiten, da ist es klar, dass ich auf solche Verfahren stoße. Wie ist es denn jetzt in einem Bereich,
wo ich das vielleicht nicht so erwarte. Und daher entsteht die Fragestellung, wie ist dieses Webtracking vertreten in einem Bereich, den ich persönlich als auch datenschutzmäßig kritisch ansehe, wo man sagt, naja, meine Privatheit ist hier vielleicht noch am stärksten gefährdet. Nicht, dass man auf diesen Krankenhaus- und Klinik-Webseiten jetzt viel interaktiv tätig wäre. Normalerweise geht man da nur drauf und guckt sich ein bisschen um. Aber das langt ja eigentlich schon. Man sucht vielleicht was für sich oder für einen nahestehenden Verwandten. Wenn es doch einen Bereich gibt, wo man gerne für sich alleine sein möchte, dann ist es ja vermutlich mal dort. Und daher die Frage, ist das da überhaupt noch möglich und machbar? In der korrespondierenden Publikation habe ich die Technik rausgelassen, weil es kein Platz mehr war. Hier freue ich mich jetzt wahrscheinlich auch technikaffine Menschen vor mir zu haben, denen ich das gerne auch mal erklären kann, wie man sowas dann misst. Also das ist ja eigentlich auch, ja, wie man es selber machen würde. Wie würde man jetzt 800 Webseiten auf Drittparteieinbindungen messen? Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man auch so Sachen wie SSL im Hinterkopf behält und Ähnliches. Es gibt möglicherweise noch mehrere Verfahren, aber ich stelle jetzt einfach mal eins vor. Das basiert auf dem Browser-Automatisierungs-Kit Selenium. Das ist relativ schön. Eigentlich ist es mehr zum Testen von Webseiten gedacht. Das funktioniert so, man tippt darunter in einem Quelltext, naja, gehe jetzt auf die Webseite, fülle das Formular aus, drücke auf den Knopf und dann lese aus, was da passiert ist. Das ist sozusagen die Idee von Selenium. Es ist allerdings auch möglich, da noch mehr zu machen. Sagen wir aber mal, ich brauche nicht unbedingt viel mehr. Für mich war es wesentlich, ich komme auf die Webseite, warte, bis die geladen ist und dann schließe die nochmal. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich an die ganzen Daten ran, die dabei entstehen? Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Oder sagen wir mal nicht zwei Möglichkeiten, zwei Sachen, die ich mache. Das eine ist, ich kann das ganze Firefox-Profil mir hinterher anschauen, die ganzen Cookies auslesen, die gespeichert sind, nachdem der Browser geschlossen ist. Was allerdings Firefox seit einer relativ jungen Version einem auch noch liefert, und das ist sehr schön und angenehm, ist ein H-Log. Das steht für HTTP Archive. Und das H-Log enthält alles, was der Browser übers Netzwerk geschoben hat. Im Klartext bzw. Base64, wenn es irgendwas Binäres ist. Und da ist in einem JSON-File steht sozusagen alles drin und da kann ich wunderbar drin suchen und schauen, was passiert ist. Und ich bin dann weitergegangen, habe dieses H-Log vom JSON-Format in eine Datenbank geschrieben, weil ich der Meinung bin, man kann dann noch einfache Auswertungen ausführen. Und das Ganze dann am Ende noch auf einem Webserver präsentiert, gesteuert etc. Das Schöne ist auch, man kann es parallelisieren. Also ich konnte mehrere von diesen Testinstanzen nebeneinander laufen lassen und konnte daher auch diese 800 Webseiten so in einer Stunde durchprüfen. Da wäre wahrscheinlich auch noch mehr gegangen. Ich habe so die Obergrenze nicht ausgetestet. Wäre aber denkbar, dass es auch noch schneller gegangen wäre. Kommen wir also jetzt zu diesem, ich nenne es mal Fallbeispiel, und zwar zum eigentlichen Kern, was passiert auf 839 Klinik-Webseiten. Diese Menge der 839 Webseiten ist auch jetzt nicht zufällig entstanden. Die Idee war, man muss irgendwo eine Einschränkung finden. Es gibt keine Liste, bundesweite Liste für alle Klinik-Webseiten. Es gibt nur Suchmaschinen im Internet und von den einzelnen Bundesländern gibt es noch Listen. Die sind aber auch sehr, wirken teilweise auch nur sehr schlecht gemanagt. Und von daher müsste man die einfach anschreiben und fragen, gib mir Listen und so weiter. War zu viel. Daher Klinikdatenbanken im Internet, da gibt es erstmal zwei. Und da haben wir Lungenkrebs eingegeben. Warum? Naja, das Szenario besteht daraus, dass jemand, der daran leidet oder nahestehenden Verwandt daran leidet, sich eine Klinik sucht und das da eingibt und dann über diese Klinik-Webseiten hinweg surft. Von daher ist das klar. Und so hat man eine Einschränkung, die immer noch relativ viel ist. Statist, da geht davon aus, dass es rund 1980 Kliniken in Deutschland gibt, 2014. Von daher sind wir mit 839 gut dabei. Wie ist dann die Messung? Ich gehe auf die Webseite, lade die Webseite und schaue mir an, was passiert. Ein bisschen habe ich es ja eben schon angeschnitten. Insbesondere die Kommunikation ist interessant. Es hat sich dabei gezeigt, dass diese 839 1277 Drittanbieter eingebunden haben. Das ist jetzt vergleichsweise weniger, wo wir eben auf 320 hatten, aber es ist immer noch relativ viel vergleichsweise. Und insbesondere auch, dass ein Drittel der Verbindungen zu der gesamten Anzahl dieser Verbindungen zu diesen Drittanbietern gehen. Das kann man auch visualisieren und das habe ich auch gemacht. Das ist sozusagen der entstandene Graph, während die schwarzen Punkte die
Kliniken und Kliniken und Krankenhäuser sind, sind die roten Dreiecke oder Punkte, je nach Abstand, sind die Drittanbieter. Da kann man jetzt ein bisschen Kaffeesatzlesen dran betreiben. Das will ich nachher auch noch machen. Was man aber schon auf einen Blick sieht, ist, innen gibt es einen relativ großen Kern, wo relativ viel Konnektivität besteht. Und außen gibt es einige kleine, die eben nicht miteinander verbunden sind. Das Surfen über diese äußeren kleinen ist eben unproblematisch, während diese stark konnektierten in der Mitte eher kritisch sind. Jetzt könnte man sich auch fragen, was ist jetzt hier eigentlich der schwerwiegendste von den ganzen, und dann schaut man einfach, misst man einfach, welche dieser Drittparteien wurde am häufigsten eingebunden und macht daraus eben einfach eine Liste, das ist eine Top-Liste der am häufigsten eingebundenen Drittparteien. Und da haben wir auf Platz 1 natürlich Google Analytics. Warum natürlich? Naja, weil das insgesamt weltweit auch als einer der am häufigsten eingebetteten gilt und auf Abdeckungsraten zwischen 50% und 60% kommt. Da liegen wir sozusagen mit unseren 34 noch ein bisschen drunter, aber wenn man darüber nachdenkt, dass auf einer von drei Klinik-Webseiten ich auf Google Analytics stoße, ist das schon relativ viel. Das ist aber nicht der Kern, warum ich hier bin, sondern also der Hauptgrund, warum ich das hier heute erzähle, sondern der Hauptgrund ist noch ein anderer, der abseits von Google Analytics liegt, und das sind nämlich die ganzen anderen. Die werden nämlich leider immer wieder von den Leuten vergessen, die Webseiten bauen, und das finde ich sehr schade, und deswegen möchte ich diesen restlichen, auch diesen Vortrag hier widmen, und zwar sind das halt alle, die da drunter kommen. Das fängt halt an mit von Ski Static ist Google und Google API ist auch Google. Natürlich YouTube Image und YouTube selbst ist auch Google, bekannterweise. Platz 10, DoubleClick ist auch Google seit 2007. Maps, Google API ist klar, YouTube wieder DoubleClick. Also bis 17 können wir gehen, bis Platz 17. Und da kommt dann das erste mit jQuery, was nicht Google ist. Alles davor ist Google. Und das findet man eben auf diesen Klinik-Webseiten. Der nächste logische Schritt oder die nächste logische Frage ist, warum ist das überhaupt schlimm? Ja, stört mich das überhaupt? Dann mal dieses kleine Szenario, ich gehe auf diese Klinik-Webseite mit meinem Browser und dort ist eine Google-Schriftart eingebunden. Was sagt das alles über mich aus, wenn ich jetzt diese Schriftart lade? Naja, erstmal könnte man so eine Art Device-Fingerprinting betreiben, will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, das ist sowas wie zum Beispiel Intrusion-Detection-Systeme auch ja gerne machen, versuchen herauszufinden, welches Betriebssystem ist das an Sequenznummern etc. Aber davon mal ab, auf jeden Fall geht die IP-Adresse ja zu Google, das ist schon mal klar. Und was noch zu Google geht, ist halt der Referrer oder Origin. Und da habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht, hier zum Beispiel für den Referrer, da wird einfach eine Schriftart geladen vom Google-Server und unten sieht man hier geschwärzt, weil ich eben nicht mit jetzt auf irgendeinen bestimmten zeigen will, es gibt einfach zu viele, aber steht sozusagen die Klinik selbst im Referrer mit drin. Möglicherweise auch nicht für jeden überraschend. Relativ neu oder noch nicht ganz so verbreitet ist jedoch das Origin als ein Herkunftsfeld, und dort, wenn es sozusagen nicht im Referrer steht, weil der Referrer schon besetzt ist, steht es in der Regel genau in diesem Feld drin. Ich habe mir alle Verbindungen angeschaut, immer steht irgendwas drin, also insbesondere jetzt in Bezug auf Schriftarten. Das bedeutet, Google weiß, dass ich zu diesem Zeitpunkt mit dieser IP-Adresse jetzt auf dieser Webseite gewesen bin, nachdem ich die Webseite geladen habe. Richtigerweise könnte jetzt jemand sagen, naja, danach wird ja aber diese Schriftart wird ja danach gecached. Und das heißt, dieser Verbindungsschritt fällt dann weg, wenn ich auf mehrere Unterseiten gehe. Das ist richtig, und das wäre auch schlimm, wenn es noch kritischer wäre. Bei Google Analytics ist es natürlich anders. Der wird bei jeder Webseite aufgerufen, genau wie der Facebook-Like-Button oder so. Bei Schriftarten nicht, weil da verbleibt es erstmal im Browser-Cache. Wer allerdings sich jetzt der Illusion hingibt, dass das über mehrere Webseiten hinweg noch genauso ist. Das heißt, wenn ich jetzt auf die nächste Krankenhaus-Webseite gehe, dass dieser Cache dann wieder angezapft wird, da muss ich dann sagen, das ist eher unwahrscheinlich. Ich habe dann einfach mal noch Anfang der Woche noch einen Test gemacht. Ich habe mir 150 Webseiten einfach mal herausgenommen und habe das zweimal getestet. Einmal mit einem persistenten Firefox-Profil, eins, was sozusagen gleich bleibt, wenn ich auf die Webseiten gehe, werden dort die Seiteneffekte reingeschrieben und ich trage das sozusagen über die Webseiten immer mit.
Es baut sich also Schritt für Schritt langsam auf. Und das, den gleichen Test habe ich halt nochmal gemacht, wo das Firefox-Profil jedes Mal resettet wird und habe dann geschaut, gibt es einen Unterschied? Wird der Cache irgendwie, bringt er mir irgendeinen Nutzen? Und es hat sich gezeigt, dass es die Anzahl der Verbindungen praktisch gleich sind. Ich gewinne also keine Verbindungen. Nur 16 Ressourcen wurden wiederverwendet. Allerdings wurde da ebenfalls der Server angefunkt, um zu fragen, ob eine neue Version vorliegt, auch mit dem Referrer gesetzt. Und dabei ist mein Firefox-Profil von 24 auf 222 MB angestiegen. Das heißt, wenn jetzt jemand argumentiert, naja, das ist bei 150 Webseiten, da ist ja noch nicht so viel drin, irgendwann habe ich mal alle Schriftarten, muss ich halt sagen, nach 150 bin ich halt schon 10-mal mehr. Das skaliert halt, sage ich mal, ganz schlecht. Außerdem ist es auch so, die Caching-Strategien von Firefox, die sind sehr kompliziert. Man kann allerdings davon ausgehen, dass mindestens einmal alle zwei Wochen das nochmal nachgeladen wird. Und je nachdem, wie diese Cache-Strategie eingestellt wird, ist es so, dass er das immer neu lädt, aber asynchron im Hintergrund. Wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert. Ich habe es rausgelassen, weil es sonst zu weit führt. Man kann nach diesem Test schon mal davon ausgehen, dass man, wenn man jetzt diesem Szenario folgt, dass man hier auf dass jeder Google-Font, der geladen wird, auf jeden Fall bedeutet, dass die besuchte Webseite auch zu Google weitergegeben wird. Auch könnte jemand argumentieren, der sich diese Top-Liste jetzt nochmal ansieht, dass vielleicht diese ganzen Google-Sachen schon alle auf den Webseiten sind, die sowieso Google Analytics haben. Das heißt also, ich hätte ja gar kein extra Problem, denn wenn ich sowieso schon Google Analytics habe, dass es dann noch ein bisschen mehr mit Fonts und so weiter gibt, das macht ja dann auch nichts mehr. Wäre ja auch wahrscheinlich richtig. Und dafür kann man dann mal analysieren, auf wie viele Webseiten decken diese 16 insgesamt ab. Das heißt also, auf wie vielen Webseiten finde ich mindestens eine der von diesen Top 16 hier. Und das kann man sich genauer anschauen, man kann aber auch gleich zum Ergebnis kommen, dass 523 Webseiten von diesen 839 mindestens einen Google-Dienst einbinden. Und das sind halt eben knapp 2/3. Das heißt, von meinen anfänglich, wo ich gedacht habe, ich bin noch gut dabei mit dem 1/3 nur Google Analytics, das geht dann doch ganz schnell eben doch auf 2/3 hoch durch diese ganzen anderen Services, die eingebunden werden. Und die Diagnose ist klar, wobei hier amüsanterweise habe ich ein bisschen recherchiert, Googleitis ist tatsächlich nicht ganz richtig, weil Itis immer eine Entzündung ist. Das hier ist eher parasitär, aber die Namen klangen alle nicht so schön. Von daher habe ich das dann doch gelassen. Man könnte sich aber jetzt auch fragen, wie man das behandeln kann. Das hier ist ein Bild, das ist ein sogenanntes Antibiogramm, das habe ich mir erklären lassen. Das ist eine Schale, das ist ein Erreger, relativ gleichmäßig aufgebracht. Und hier sind jeweils Plättchen, auf denen jeweils ein Antibiotikum aufgetragen wird. Und das wird dann sozusagen draufgelegt. Und jetzt ist klar, dass dieses Antibiotikum diffundiert radial mit abschwächender Konzentration. Und je nachdem, wie gut es anschlägt, verdrängt es eben mehr mit einer höheren Reichweite. Das heißt, je größer die Kreise um diesen Plättchen sind, desto besser ist die Wirksamkeit des jeweiligen Antibiotikums. Warum erzähle ich das? Weil die Bilder, die ich dann so erstellt habe, haben mich schwer daran erinnert, Ich habe nämlich einfach mal geschaut, ich habe ja gesagt, bei der Bildgebung, bei der Methodik, ich verwende einen Plain Firefox. Dementsprechend kann ich diesen Firefox auch erweitern mit irgendeinem Add-on oder irgendeiner Einstellung, um zu schauen, was bringt mir das eigentlich. Und habe jetzt einfach mal diesen Firefox genommen und habe den Do Not Track Flag gesetzt, den möglicherweise auch schon mal Leute kennen. Der wird im HTTP-Protokoll übertragen und er gibt sozusagen die Empfehlung ab, mich bitte nicht zu tracken. Ja. Und tatsächlich gibt es auch prominente Betreiber wie Yahoo, die sagen, das interessiert uns gar nicht, das offiziell auch sagen. Die anderen, die sagen es nicht, aber so ignorieren es trotzdem. Denn ich habe diese ganzen Webseiten entsprechend einfach mal mit Do Not Track Flag ebenfalls sondiert und gesehen, dass sich nichts geändert hat, also gar nichts. Man könnte jetzt vielleicht sagen, naja, jetzt weiß ja Google, dass sie die Daten nicht verwenden soll. Möglicherweise machen sie es ja dann nicht. Aber sonst gibt es quasi keinerlei Seiteneffekt, also keinerlei Änderung.
das tat ein bisschen weh, aber das Do Not Track sozusagen verloren ist, das wussten wir sowieso schon alle vorher. Von daher war das jetzt auch nicht überraschend. Aber ich bin natürlich auch noch weitergegangen und wollte auch mal sehen, was wirklich wirkt und habe dann einfach mal ein GhostWe installiert. Das ist einfach ein Out-of-the-Box Anti-Tracking-Tool. Ich habe, das muss man normalerweise konfigurieren, das habe ich hier einmal dann gemacht, mit der restriktivsten Einstellung, die möglich war, und habe dann diese ganzen 839 Klinik-Webseiten gescannt mit einem GhostWe, also ohne und mit. Und wir sehen tatsächlich, Google Analytics ist rausgefallen. Das ist dann sozusagen kein Problem mehr. Schön, Double-Click ist auch entsprechend rausgefallen. Was aber übrig bleibt, sind diese ganzen Fonts. Also es ist daran, was soll GhostWe daran ändern? Der kann ja nicht alle Fonts irgendwie cachen und dem dann zur Verfügung stellen. Es funktioniert nicht. Das heißt, wir sind schon viel besser, aber noch nicht wirklich besser. Noch zum Kaffeesatz lesen. Wie gesagt, wenn man sich die zwei Kreise hier anschaut, dann sieht man, dass dieser äußere Rahmen dicker ist. Das heißt, es gibt mehr Erstparteien, die nicht konnektiert sind. Das heißt, hier sind wir besser dabei und der innere Kern ist immer noch da, aber ist etwas schwächer als eben ohne. Ein anderes Plugin ist NoScript, das möglicherweise auch bekannt und prominent ist. Hier sieht man, dass dieser äußere Rahmen der Erstparteien noch dicker ist. Also prinzipiell könnte man sagen, es ist noch besser, aber das ist natürlich nicht ganz richtig. Die Einschätzung, ob besser oder schlechter, können wir hier an der Stelle nicht treffen, weil es einfach nur restriktiver ist. Das heißt aber nicht, dass es dafür dann besser ist, weil NoScript ist bekannterweise sehr bedürftig, bezüglich Konfiguration sehr bedarf die Interaktion mit dem Benutzer, während das bei den anderen Plugins eher nicht der Fall ist. Das läuft out of the box sozusagen. GhostWe zum Beispiel, man installiert es, es läuft. NoScript, naja, der will eben einfach noch mehr. Also was wir hier sehen, ist, es ist restriktiver. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es für jeden besser ist. Es gibt zum Beispiel auch noch Request Policy. Das schaltet einfach alles ab. Das ist aber klar, dass wir in einem Internet, wo überhaupt keine dritten Parteien mehr konnektiert werden, dass wir da nichts wirklich tun können. Das heißt, die Usability geht in den Keller. Wir haben zwar eine schöne Privacy, aber nutzen können wir nichts mehr. Und daher ist klar, dass hier ist keine Aussage, wie gut was ist. Vergleichen können wir es daher eher nur die sozusagen funktionieren, ohne dass man viel tut. Und ein weiteres Beispiel hierfür ist Disconnect. Disconnect ist ähnlich wie GhostWe, man startet und es läuft von alleine. Und auch hier sehen wir, dass es auch Google Analytics fehlt, dass es relativ einfach ist, also dass es relativ restriktiv ist. Aber auch hier natürlich die Fonts und so weiter bleiben genauso bestehen. Also Übersichtsbild sozusagen nochmal alles zusammen. Und da sieht man, dass Disconnect und GhostWe sich da nicht viel hergeben. Ich persönlich gebe keine Produktempfehlung ab, seit Adblock es so vermasselt hat, sage ich mal. Ich sage immer, es muss jeder selber wissen, was er holt. Solange man die Unternehmen nicht kennt, solange man deren Geschäftsmodelle nicht kennt, kann man nicht sagen, ist ein Produkt jetzt gut oder schlecht. Ich persönlich habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber die können halt eben noch kommen. Von daher muss jeder selber wissen, was er da tut. Das ist leider auch sozusagen das traurige Resümee von dem Ganzen. Es gibt noch keine absolute Lösung, insbesondere was diese Schriftartensachen etc. angeht. Mein Appell sozusagen an jeden, insbesondere der ein bisschen damit beauftragt ist, vielleicht vertraut ist, Webseiten zu konstruieren, sich genau anzuschauen, ob man wirklich jetzt einen Google-Font braucht, ob man wirklich dieses Skript von Google braucht. Und wenn ja, kann ich es nicht vielleicht auch selber hosten? Natürlich verstehe ich, wenn eine Seite tausende von Hits am Tag hat, dass das dann immer schwieriger wird. Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist allerdings bei diesen Klinik-Webseiten eben genau nicht der Fall. Ich würde sogar sagen, es ist sogar so, dass die Leute überhaupt gar keine Ahnung haben, dass das passiert, zum einen, und zum anderen ich auch selber gemerkt habe, dass in vielen Content-Management-Systemen das quasi dort schon drin steckt. Ich habe selbst auch versucht, eine Webseite zu bauen, die frei von Webtracking ist, habe einen freien Videoplayer eingebunden, der ein Video anzeigt, weil ich nicht YouTube verwenden wollte, und habe dann gemerkt, dass dieser freie Videoplayer Google Fonts einsetzt, um Start, Stopp etc. anzuzeigen. Ja, das musste ich dann erstmal aufwendig da rauspatchen, was nicht vorgesehen war. Und ja, da wollte man es gut machen, hat es trotzdem im Prinzip schlecht gemacht und hat sich noch Arbeit generiert. Das war's schon quasi und ich bin jetzt sehr gespannt auf Fragen.
Nee, wiederhole es mal noch gerade, den Privacy Badger zu testen als ein mögliches Add-on, habe ich tatsächlich nicht, habe ich auch schon überlegt. Ich habe auch mit Adblock geliebäugelt, habe aber dann auch realisiert, dass gerade Adblock eigentlich ja nicht als Ziel hat, Webtracking zu reduzieren, sondern nur die Werbung nicht anzuzeigen. Von daher habe ich dann gemerkt, dass es keinen Sinn macht. Ich nehme es aber mal in die Liste mit auf und werde das dann auch mal nachholen und auch mal aus Interesse dann, ja. Ja. Genau, also die Frage ist, was kann man tun, um eben genau keine Google-Fonts einzubetten? Es ist schwierig. Ich habe das vor dem gleichen Problem stand ich eben auch. Tatsächlich habe ich den Eindruck, müsste man schauen, zumindest für die ich mir angeschaut habe, ist es einfach so, dass die nicht Google selbst gehören, sondern die einfach nur selber hosten. Das heißt also, die haben eine Lizenz, die das ermöglichen, dass Google die für andere hostet. Man könnte sie aber genauso gut selber hosten. Also ich habe es dann tatsächlich an der Stelle so gemacht, dass wo es unbedingt nötig war, ich die Schriftarten selbst gehostet und entsprechend verlinkt habe. Und wo es nicht nötig war, da tat es ein Areal dann einfach auch. Ne? Aber es gibt ganz sicher auch Schriftarten, wo es das eben einfach nicht mehr der Fall ist. Aber normalerweise, was ich bisher gesehen habe, dass die auch nicht Google gehören, sondern einfach auch nur von Google gehostet sind. Und da ansonsten findet man möglicherweise auch eine Alternative, wo die Lizenz einfach besser zu einem passt. Ne? Ja, man könnte sich dann natürlich auch nochmal sagen, ich möchte vielleicht nicht ganz unbedingt diesen ganzen Traffic selber generieren, oder es wird mir einfach dann zu viel für meinen Webserver. Möglicherweise auf ein Content Distribution Network auszuweichen, ist dann doch die Idee, aber dann sollte man sich dann doch anschauen, was es für einer ist, ob man da wirklich Kunde ist oder ob man das Produkt ist. Man erkennt es leicht daran, ob es kostenlos ist oder nicht. Ja. Ja. Das heißt, gibt es Privacy-Aware-Hoster für Fonts und Skript oder sowas? Wäre ein sehr schöner Dienst. Ich habe noch keinen gefunden, aber wäre interessant. Ist die Frage, wie das Geschäftsmodell da aussieht. Möglicherweise brauchen sie auch kein Geschäftsmodell da und es ist einfach nur eine Dienstleistung. Es wird leider immer rarer im Internet, dass Sachen einfach nur so bereitgestellt werden. Aber sowas wie jetzt so ein CCC oder ähnliches, die könnten sowas einfach machen. Ich habe es noch nicht gesehen, wäre aber schön, ja. Also die Frage ist, ob man ein Tool haben könnte, was diese Schriftart ersetzt. Das kommt jetzt wahrscheinlich extrem auf die Web-Applikation an, die man da fährt. Es gibt als Beispiel, wenn man WordPress fährt, gibt es extra ein Add-on, was genau das tut, die Google-Schriftarten ersetzt in den Teams gegen andere, also die herausnimmt. Jetzt was Automatisches, das müsst ihr dann irgendwo beim Webserver ansetzen, wäre interessant, aber normalerweise kann ich ja einfach das CSS-File ändern und dort eine andere Schriftart einbinden und sagen, ja, ich nehme halt ein Areal und kein Google-spezifisches, ja? Ach so, kleinseitig. Ja, also normalerweise gibt es im CSS ja immer das Fallback, wenn es die Schriftart dann doch nicht da ist, dass es dann was anderes nimmt. Das wäre dann, wenn es einfach nicht geladen werden kann, blockiert wird, das Laden blockiert wird, würde das möglicherweise schon funktionieren. Es ist tatsächlich so, ich habe mir das so ein bisschen angeschaut, es gibt extrem viele verschiedene Schriftarten in verschiedenen Modifikationen bei Google. Dass ich auch schon überlegt habe, könnte ich nicht versuchen, einfach alle zu cachen, die es gibt. Und irgendwann bin ich schon auf einer guten Seite. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber ich war schlicht überwältigt von der Vielzahl der verschiedenen Anfragen. Jetzt weiß ich, hier ist ja zum Beispiel mal eine gezeigt. Und jetzt bin ich mir auch nicht 100% sicher, wie wichtig jedes einzelne dieser Zahlen dort ist.
Es zeigt sich aber, dass es für eine Schriftart so viele verschiedene Konfigurationen scheinbar gibt, dass ich den Eindruck zumindest hatte, dass das auch am Ende nicht gelingen kann. Was möglicherweise gehen könnte, ist schon mal den Referrer abschalten. Das wäre so ein erster Schritt. Ich will nicht sagen, dass damit alle Probleme gelöst sind, denn wir haben eben gesehen, es gibt noch Origin, das ist auch wichtig. Ich will nicht sagen, dass alle Probleme gelöst sind. Und in diesem Paper, was ich eingangs erklärt habe, gibt es auch noch Beschreibungen für Angriffe, dass Google diesen Referrer auch nicht braucht. Und zwar, wenn eine Webseite eine sehr spezifische Anzahl und dann sagen wir eine sehr spezifische Signatur hat, was die eingebetteten Ressourcen angeht, also diese drei Schriftarten plus diese zwei und so weiter, dass dann Google in der Lage ist, die Webseite herauszufinden, auch ohne dass ein Referrer dabei steht. Also das ist eher Theorie, es ist noch nicht ganz klar, ob das geht oder nicht. Aber wenn man jetzt einfach schon mal den Referrer abschaltet, wird es schon ein bisschen besser, wenn man auf Kleinseite was tun will. Es schützt aber nicht vor diesen ganzen skriptbasierten Sachen, die haben einfach eine so große Trickkiste, dass das sozusagen auch wieder nichts bringt, ja. Bei den allermeisten Webseiten ist es tatsächlich egal, ob man die Okay. Das ist sozusagen ein Erfahrungsbericht, dass Request Policy, wenn man die Fonts blockt, dass das in den Webseiten kaum ins Gewicht fällt. Ja. Das ist auch gut zu wissen. Also, ja. Also ich hatte tatsächlich keinen Kontakt mit dem Krankenhaus, weil es auch sehr viele waren. Ich hatte mal vorher eine kleinere Analyse gefahren, wo ich mir Hochschulwebseiten angeschaut habe. Und da haben wir auch schon erkannt, dass dort sehr viel Tracking eingesetzt wird, aus unerfindlichen Gründen. Und dort hatten wir auch dann mal nachgefragt, was die Gründe sind. Und häufig ist einfach die Aussage, das Rechenzentrum managt die. Die haben gesehen, sie kriegen ein paar hundert Euro, wenn sie da irgendwas wie Double-Click einbinden. Machen sie das einfach. Und das sind dann so ein paar hundert Euro, mit denen sie hier und da mal noch was bezahlen können, was sie möglicherweise sonst nicht bezahlt bekommen. Da ist es wissentlich, ich glaube, in den meisten Fällen ist es sowieso unwissentlich. Möglicherweise gibt es auch irgendeine Medienagentur, die das macht, also die das für sie tut. Und die müsste es eigentlich besser wissen, aber denen ist es wahrscheinlich wichtiger, dass es schön aussieht. Das ist meine Vermutung. Noch eine Frage? Ja? Okay. Okay, so, yeah. It could be interesting to find out how these trackers use this information after I have visited a few health websites, but I don't see any way to find out if they do and how they do it. I think it might be possible that they get special advertisers about medicine stuff, but just in an automatic way to find out how is that or is it not, seems not possible for me. Okay. So of course there are legal rules that that disallow to give third
parties, such information, of course. There is in Germany a popular Telemediengesetz that contains the legal enforcement that you are not allowed to add third parties without to inform the visitors. But this is often done in just a privacy policy, and it's mostly unseen. And I also find out that in the most cases, you don't find Google stuff there. Sometimes you find DoubleClick and Google Analytics, but you never find Google Fonts or something like that. So this font problem is absolutely ignored in the most data protection policies. Noch eine Frage? Ja? So it was just important for me that after I've done this test, all parts of this test is not connected with me. So I used an IP address that I did not use before. And so I would be surprised if I found out that this test was done by me. And so I did not get any further advertisement in this area. Could be a further test, but it's just, maybe in future. Okay, noch eine Frage? Ja. Ich habe tatsächlich schon mal angefangen, eine Art Web-Tracking Honeypot zu konzipieren, wo ich gesagt habe, naja, ich als Besucher gehe ich auf eine Webseite und hinterlasse dort den HTTP-Server, von wo ich komme, und habe mich dann gefragt, ob diese Webseite diese Informationen nutzt, woher ich komme, und habe dann eine Art Honeypot aufgebaut, wo dass ich feststellen kann, wenn jemand von dort gekommen ist, also dass jemand meinen Referrer ausgelesen hat auf der Webseite. Und habe dann aber gesehen, dass es nicht, es ein paar Fällen wurde es manuell angeklickt, das konnte man gut sehen. In ein paar Fällen ist einfach nur ein Bot drüber gelaufen, der wahrscheinlich ein paar Sachen sich sammeln sollte. Aber tatsächlich im Vergleich ist der Referrer jetzt nicht so viel ausgewertet worden. Aber ich habe dann an der Stelle habe ich aufgehört und nicht mehr weitergemacht, weil die Methodik einfach zu viele Variablen enthält. Man müsste das vielleicht nicht nur einmal machen, müsste es 100-mal machen, weil angenommen nur der macht so einen Cut-off und sagt, nur wenn da 5-mal Besucher von dieser Webseite kamen, nur dann zeige ich das an. Dann könnte sein, dass ich nach 5 verschiedenen IP-Adressen, die dort von dort hergekommen sind, direkt einen riesigen Rand drauf habe. Aber bis bei 1 oder 2 passiert gar nichts. Und deswegen habe ich das dann sozusagen gelassen und mal nach hinten verschoben, vielleicht später nochmal irgendwann, wenn ich einfach mehr Möglichkeiten habe, das mit mehreren IP-Adressen auch zu testen. Ja. Ansonsten die Methodik herauszufinden, ob die Daten verwendet werden oder nicht, da denke ich auch schon immer drüber nach. Leider ist mir noch nichts Gutes zu eingefallen. Gut. Ja, dann danke ich nochmal für die Teilnahme, freue mich auf den restlichen Teil der Veranstaltung und ich hoffe, jeder hat ein bisschen was mitnehmen wollen und geht jetzt Google Fonts auf seinen Webseiten ausbauen.